Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei SpongeBob Schwammkopf Battle of Bikini Bottom Rehydration. Ja, wir sind in den Sand Mountains und sollen das erste Mal eine Abfahrt runter, nachdem ich natürlich das hier gemacht habe. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil wir auch einfach Geld brauchen jetzt derzeit. Deswegen müssen wir hier ein bisschen randalieren. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Weil das nämlich sehr teuer ist. Nach Sieg. Ja, bist du jetzt fertig, SpongeBob? Oder kann ich jetzt hier endlich mal, ne? Ja, wir wollen mit SpongeBob runter. Wir müssen Mrs. Puffs Zeit schlagen. Aber ich wollte als allererstes eigentlich mal einfach mal so runter, um zu sehen, was uns überhaupt erwartet. Ich habe keine Ahnung, aber dafür Angst. So. Wir gehen einfach mal. Scheinbar so. Rein theoretisch müsste ich die Dinger ja wegmachen, ne? Genau, sehe hier niemanden. Okay, wir können aber Geld verdienen hier. Okay, da müssen wir lang. Ja, da muss ich. Ich war. War das jetzt. War es Pflicht? War es ein Pflichtprogramm? Muss ich das mit Handy hier machen? Fuck! Das sieht aber ein bisschen Sandy-mäßig aus. Runtergefallen. Okay, böse Zungen würden behaupten, dass ich gestorben bin. Aber die haben keine Ahnung. Das ist alles natürlich nur Geld sammeln. Wir können schon das nächste Ticket leisten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das sah jetzt so aus, als ob wir da mit Sandy runter müssen. Weil da ein Sandy-Lasso-Ding war. Deswegen würde ich jetzt eigentlich echt mit Sandy hier runtergehen. Deswegen gehen wir jetzt mit Sandy runter. Guck mal, es gibt zwei Wege. Da ist die Socke. Oh Gott, und der hat sich. Oh, ja, gut, das ist natürlich. Da war irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas gedrückt. Ach so, wenn wir das drücken, dann. Okay. Ein bisschen doof ist, wenn sie ihr Lasso schwingt, dann wird sie nämlich verdammt langsam. Ich will da lang. Weiß auch nicht warum, weil sie eine Socke ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier der kürzeste Weg ist. Das shit nicht so. Oh, ich muss auch nach vorne drücken, okay. Voll random, Alter. Aua. Ja, ich räum's nur auf. Wobei ich glaube, dass das Zeug immer wieder kommt. Sehr gut. Klasse. Okay, wir müssen mal. Müssen ein bisschen aufpassen, sehe ich gerade. Wir haben. Verdammt, verdammt. Warum? Verdammt, okay. Das Handy nervt ein bisschen. Also das Lasso, das nimmt diesen Flow weg. Hier geht die Party ab. Okay, Hilfe. Stimmt, da waren Checkpoints. Das ist ein bisschen nervig mit dem. Und wie macht er sich so? Ja, er ist schon ziemlich gut unterwegs. Ja, warum? Bin entspannt. Ich schlage definitiv Mrs. Puffs Zeit. Ich sehe schon, das wird hier mein Lieblingsgedimsel. Dann sind wir mal ehrlich, besser Geld verdienen kann man nicht. Ich versuche jetzt einfach mal. Nicht diese, da ist eine Socke. Und wir haben sie wieder nicht mitgenommen. Hä, war doch Finish. Multikill. Ich hab keine Ahnung. Wir haben ja Mrs. Puffs Zeit jetzt geschlagen. So. Und Geld haben wir auch jede Menge verdient, würde ich mal behaupten. Was ist immer noch da? Ach, da. So. Sehr gut. Wir haben jede Menge Geld verdient. Und das geschafft. Und eine Socke bekommen. Wir müssen aber noch mehr Socken finden. Also wir müssen aber tatsächlich mehrmals durch. Weil ich auch nicht weiß, wo überall alle Socken sind. Wir haben aber einen Pfannenwender bekommen. Wenigstens schon mal ein. Ich glaube aber, ich mache das lieber mit SpongeBob, oder?
sah das nämlich so aus, als ob wir das nämlich gar nicht so mit Sandy unbedingt machen müssen. Aber dieses Fliegen stört mich halt ein bisschen. Lalalalalalala. Ah, da kann man schön Geld verdienen. So, ich nehme lieber SpongeBob für die Reise. Okay, wir werden mal sehen. Ich weiß gar nicht, was Mrs. Puffs Zeit ist. Wir werden das jetzt einfach mal machen. Hügel schon 100-mal runter. Ja. Wir nehmen die Zeitherausforderung einfach mal an und sehen, 70 Sekunden, da wird aber übel, oder? Besonders wenn wir uns so anstellen. Ja, scheinbar rutsche ich jetzt hier unten lang. Da musste ich jetzt leider durch, aber egal. Muss SpongeBob halt auch mal durch. Man nennt mich auch Schwamminator. Ging's da links irgendwo lang? Ich bin hochkonzentriert. Sieht man, das läuft gut. Never saw so much Konzentration wie jetzt. Wir brauchen Schlippers. Das war unsagbar knapp. Ja, easy going, Alter. Easy going. Zeitherausforderung. Zeitherausforderung, schimpfen Sie das da. Ha, das war ja easy. Das ging echt gut. Das ging erstaunlich gut. Jetzt müssen wir da aber nochmal durch. Ey, Mrs. P. Diddy. Ich fühle mich wie ein neuer. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mit Bravour bestanden. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit da noch war, aber ich denke mal, dass wir eine Ewigkeit an Zeit da noch hatten. Jetzt will ich nur noch die Socken haben. Also nochmal wieder runter. Da oben die Socke hatten wir schon. Ne, die hatte ich. Habe ich die mitgenommen? Jetzt haben wir sie mitgenommen. Zählt. Ist drinne. Ist ja, wir haben die Socke mitgenommen. Das ist das Wichtigste. Wir haben die Socke mitgenommen. So. Und Geld verdienen wir auch noch jede Menge. Na, wenn das mal nicht mein Lieblingsschüler ist. Das hat Mrs. Puff noch nie zu SpongeBob gesagt. Ich denke, sie ist auf Drogen. Ich vermute mal, dass sie auf Drogen ist. Ich glaube nicht, dass das... gewünscht war. Das war tricky, wa? So, wo könnte denn hier noch irgendwelche Abfahrten sein? Eine ist hier doch, glaube ich, noch, oder? Hier doch, oder? Nee. Das war, gewollt. War hier nicht noch irgendwo eine Socke? Da. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Socken. Jetzt haben wir alle Socken. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir das... Wirklich, den ersten Teil haben wir perfekt abgeschlossen. Muss ich einfach mal sagen. Wir nehmen noch ein bisschen das hier mit. Wir haben 5700 Geld. Also Geld verdient tust du hier aber gut. Dadurch, dass wir eigentlich bei 500 gestartet sind oder so. Keine Ahnung. Oder 900 oder 1000 oder irgendwas. Ich bin jetzt scheinbar zurückgegangen. Alle Neune! Dann können wir ja gleich eigentlich komplett weitermachen mit unserem Skill. Hä? So, aufgeräumt. Warte, aufgeräumt. Jetzt haben wir aufgeräumt. So, ich würde sagen, ab zur Hütte 2. Genügend Geld haben wir ja. Der läuft da rein. Boah.
Das sind die Flunderhills. Naja, der mal ab zu den Flunderhills. Ich weiß nicht, ob Mrs. Puff auch hier runtergeschubst wird, aber... Wir gehen erstmal wieder alleine rein. Das sieht viel motivierender aus. Besonders mit Stacheln. Das ist immer gut. Da finde ich, ist das... Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Spritzig, aber ich will erstmal 1 von 8. Der da unten zählte wohl nicht. Ich will erstmal so gucken, ehrlich gesagt. Deswegen schluffeln wir gleich mal so los. Da können wir lang. Da ist noch ein Schneemann. Sehr gut. Das war ja, das war mein Plan. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich gucke schon immer so ein bisschen links und rechts, ob wir irgendwo lang können. So wie hier. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Hier sollten wir auf jeden Fall lang. Was jetzt? Muss mal hier lang reiten, Alter. Da ist noch ein Schneemülps. Den nehmen wir natürlich auch alle mit. 3 von 8. Geschenke öffnen ist klasse. Okay, da gab es aber nicht wirklich Socken. Nimm das. Sind die Bahnen eigentlich, werden die schwerer von den Zahlen her? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich gehe hier rechts. Oh, wow, hat sich definitiv ge... Wow. Das hier wirkt ein bisschen schwieriger als die Mrs. Puff-Strecke, ehrlich gesagt. Ich meine, ist jetzt nicht so eigentlich, ne? Da ist noch ein Schneedude. Hier gibt es nicht so viele andere Wege. The Krusty Krab, ja. Ich hätte so gern mal in meinem Leben einen Krabbenburger. Keine Ahnung, ich... Jetzt weiß ich jetzt... Jetzt, okay, das war's. Okay, so viel zum Thema. Hier gibt es nur einen Weg. Hauptsache hier durch die ganzen Bomben fliegen, ey. Wo ist denn jetzt... Wo geht's... Wo... Ach so! Wow, Glückwunsch. Mann, warum müssen die am Ende so eine Scheiße da reinbauen? Ich wollte den Schneemann unbedingt haben, deswegen bin ich ja da runtergegangen, aber irgendwie habe ich dann so ein bisschen Kontrollverlust über mein Leben gehabt und dann war irgendwie nicht mehr alles so, wie es sollte. Wie, leck mich. Was? 1 von 8? Was? Wie, hä? Willst du, dass ich das alles mit einem Schwupp mache? Wie soll ich das denn mit einem Schwupp machen? Ich gehe da wieder runter, weil es so gut funktioniert hat. Außerdem stehe ich jetzt hier gerade so schön. Geh mal hier lang. Muss ich scheinbar hier lang? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber warum nur 1 von? Den wollte ich mitnehmen. Das ist alles nur zum Geldsammeln. Halt. Jetzt gehe ich schon wieder. Warte. Jetzt, ich habe mich... Das ist aber auch echt fies. Toll, da unten wäre Finish gewesen. Danke. Der schafft den Sprung! Der ist ja verhungert auf dem Weg! Oh, ja, geil, Alter. Krass, Alter. Krass, konkret unterwegs. Geil, krass. Oh, geil. Den Schneedude nehme ich mit. Oh, der ist ja einfach, weil ich glaube, ich nicht nach vorne drücke, weil er ja die ganze Zeit von alleine flutscht. Ich nehme trotzdem wieder den Schneedude mit, aber diesmal fahren wir durch die Mitte. Danke. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, und jetzt da. Ja. Geht doch. So, jetzt aber. Jetzt hat er das mit einem Schwall hier gemacht. Na, endlich. Hätte ich ruhig erwischen können.
Sind wir mal ehrlich. Tartarsoße. Wie schrecklich. Out. So. Aufgeräumt. Okay, wir haben zwei Schneemänner. Ach, life ist auch manchmal painful. So. Hier ist ja bestimmt auch noch einer, oder? Alter, wir... Dürfen wir nicht ein einziges Mal sterben dabei, oder was? Also, tot gehen? Das Kind musste einfach geschlagen werden. Das ist denn ja hier Schneemann Nummer 3. Ich will jetzt einfach Kumpelblases Zeit. Das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Kumpelblases Zeit kriegen wir hier schlagen. Ja, kein Problem. Wir müssen uns nur bemühen. Sehr gut, das war Bemühung, die man sich kaum ausmalen kann. Ich versuche immer so ein bisschen zu gucken, aber es ist tricky. Hier sind wir noch nie lang gefahren. Ich fahre hier mal lang. Es glänzt. Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier irgendwo runterhüpfen kann, aber es sieht eigentlich nicht danach aus. Wir haben einen Schneemann schon mal wieder mitgenommen. Das ist 4 von 8, das ist gut. Auch wenn es echt scheiße ist, dass wir wieder neu anfangen. Oh Gott. Mich verarschen! Mann! Alles gut, war völlig entspannt. Tiefenentspannt, würde ich sagen. Geschenke öffnen ist klasse. Schaffen wir das? Da wird es mal tricky, oder? Ich weiß es nicht. Also, gefühlt würde ich sagen, das wird ein hartes Stück Gemüse. Also, ich meine, 18 Sekunden, 5, 6, 6, 7, 8, 7. Oh Gott, I giving my best. Das war vielleicht nicht gerade das Beste, was ich gegeben habe. Fuck. Naja, wir haben Schneemann mitgenommen. Das ist auch schon mal was. Wir haben Schneemann dabei. Okay. Ja, soviel zum Thema. Er gibt sein Bestes. Auf ein neues. Neuen Schlipper brauche ich, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Wenn, dann ist hier oben auch ein Schlipper. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Entschuldigung. Ich fliege wie der Wind und gleite. Naja. Ich weiß das doch. Du bist der Hammer. Hab die Nummer schnell angetriggert, dann haben wir den schon mal. Ouch. Ah, Mann, diese Stacheln halten einen halt auch auf, ne? Weil ich auch immer Doppelsprung machen muss, aus Gründen, die nur ich verstehe. Leider weiß ich halt auch nie, was der schnellste Weg ist, ne? Frisch wie eine Frühlings- da hätten wir runter können. Verdammt. Da hätte ich das schön abkürzen können. Da hätten wir diesen ganzen Dredeldrams hier nicht mitmachen nehmen müssen. Da wären wir nämlich irgendwo hier unten gelandet, wenn ich Skill hätte. Aber naja. Sind wir mal ehrlich. Ja, hier will ich ja gar nicht lang. Ne? Oh, meine Güte, ihr macht das aber auch... Ihr macht das aber auch knapp wie... Weiß ich nicht was. Sind wir besser in der Zeit als letztes Mal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es fehlte ja letztes Mal nicht viel.
Ich versuch's oben rum mal. Ich mag, dass das so halt wie sonst was. Ah, komm schon, Schwamm! Schwamm! I hate you! Oh Mann, ey! Oh, eine fucking Sekunde! Wo haben wir. Wir sind einmal in Stacheln gefahren. Das hat die bestimmte. Hat bestimmt die Sekunde gekostet. So eine Kacke. Oh. Was ist denn hier der beste Weg? Oh Gott.